Als Oberforstrat Liesenacht ging ich nur selten auf die Jagd. Dieses Mal, nach vielen Jahren, bin ich in den Wald gefahren. Ich saß im Herbst auf Hochsitz 3 und hatte mein Gewehr dabei. Was ich zuvor nun sagen soll, ich hatte heute den Magen voll mit Erbseneintopf aus dem Potte, die mir gekocht Frau Annelotte. Sie ist bis heute mein Leibgericht, drum kämpf ich auch mit dem Gewicht. Sehr angespannt schon eine Stunde, sah ich verkniffen in die Runde. Die Füße waren auch schon kalt, es zeigte sich kein Tier im Wald. Da, plötzlich knackt's im Unterholz. Ein Geiler zeigt sich voller Stolz. Ich hatte ihn sofort gesichtet und auf ihn das Gewehr gerichtet. Dann ist's passiert. Durch alle Fugen sich meine Blähungen entluden. Ich war erstarrt in großem Schreck. Der Keiler hört's und rannte weg. Verärgert schoss ich in die Luft. Mein Ärger hat sich nicht verpufft. Nie wieder werde ich vor dem Schießen die Erbsensuppe dann genießen. Bedröppelt schlich ich jetzt nach Haus. Nicht jeder Vorschuss zahlt sich aus.